Ach, Elara, das ist doch nur wegen der Diplomatie halt gewesen. Das ist doch, ich guck mal nach. Wie weit ist sie jetzt wieder runter? Ich guck mal nach. Ah, nee, es hat nicht ganz so viel gekostet. Okay. Kehre zu Senator Ebran zurück. Das machen wir. Und zwar, was? Nee, hier. Wir müssen dahin, nicht? Ne, doch, von hier ist es kürzer. So, kurz aufsatteln. Zack. Ey, wir müssen da lang. Warte mal, können wir was hier verkaufen eben schnell, wenn wir schon mal hier sind? Zack. Wir haben euch sicher im Handumdrehen wieder auf den Beinen. Ja, das glaube ich dir. Das kann auch weg und das... Oh, das ist ein Gefährtengeschenk. Passt auf euch auf. Wir. Ah, kurz absteigen. Und hinein ist Major, das war eine streng geheime, 50 Milliarden Credits teure Waffe. Habt ihr den Verstand verloren? War das nicht in eurem Sinne? Ich dachte, es hätte oberste Priorität, die Voss glücklich zu machen. Das bedeutet nicht, dass ihr ihnen unsere mächtigsten Waffen einfach so geben sollt. Ich weiß nicht, was unglaublicher ist. Dass ihr die Bombe übergeben habt oder dass nach allem, was passiert ist, die Voss sich noch immer nicht für eine Seite entscheiden wollen. Unfassbar. Sind sie sich etwa nicht der Gefahr bewusst, vor der wir sie bewahrt haben? Ich weiß es nicht, aber es ist schwer zu glauben, dass unsere Arbeit keinerlei Eindruck auf sie gemacht hat. Ihr habt jedenfalls euren Auftrag erledigt. Das Imperium wird Voss in naher Zukunft sicherlich nicht überfallen. Ich hatte nicht mit jemandem wie euch als Anführer des Chaos-Trupps gerechnet, aber ihr seid ganz in Ordnung. Ich leite die Rückkehr eurer Truppen in die Wege. Diese Truppen werden uns eine große Hilfe sein, Sir. Es war mir ein Vergnügen. Gebt da draußen auf euch Acht, Major. Echt? Wir sind jetzt fertig mit Voss? Benutzt das Holoterminal deines Schiffes. Das ist ja, das ging ja jetzt hier wieder recht schnell jetzt. Schade eigentlich. Also wir haben echt nicht viel erlebt hier auf Voss, finde ich. Ja, okay. Gucken wir nochmal in die schöne Landschaft. Oh, guck mal hier, das sieht auch geil aus. Jetzt seht ihr das da? Der Planet. Mit seinen Ringen. Ich finde, das sieht irgendwie cool aus. Ob wir jemals... die Menschheit irgendjemals auf einem anderen Planeten sein wird. Vielleicht genau so diese Aussicht hat. Das wäre doch cool, oder? Unsere Nachfahren vielleicht sagen wir mal in 500 Generationen, was bei sich, oder in 500 Jahren, würde ich sagen. Dass sie vielleicht so eine Aussicht haben. Werden wir leider nicht erleben. Das stimmt. Aber unsere Nachfahren. Wäre eine coole Sache. So, jetzt aufs Schiff jetzt hier. Wir gucken nochmal in die Richtung. Und ab geht's. So, home sweet home. Dann reden wir jetzt ja mal mit dem General. Hallo, unsere Truppen sind schon wieder in Bewegung. Und mehr als ein hoher General singt zurzeit Loblieder auf uns. Im Kontrast dazu stehen etliche Beschwerden über euch, die ich im Laufe eurer Mission von Senator Evren erhalten habe. Ich halte nicht sehr viel von Evren, aber ich wünsche mir trotzdem, ihr hättet mehr getan, um ihn zufriedenzustellen. Wir arbeiten hier nicht in einem Vakuum. Ich hätte nichts tun können, was Evren erfreut hätte.
Aber ich bin sicher, ihr hättet etwas tun können, was ihn weniger verärgert hätte. Mehr Bodentruppen, die unsere Streitkräfte im Weltraum unterstützen, werden helfen, das Blatt zu unseren Gunsten zu wenden. Wir sind nur noch ein paar Schritte von General Rakton entfernt. Bald muss er seine persönlichen Truppen einsetzen. Wenn es soweit ist, werdet ihr zur Stelle sein. Ich werde bereit sein, wenn wir uns Rakton vorknöpfen. Das freut mich. Leider gibt es im Senat ein Problem. Es wird eine Anhörung stattfinden, um die Aktivitäten der Sondereinheiten in der letzten Zeit zu beurteilen. Ihr sollt eine Aussage machen. Oh oh. Wieso interessiert sich der Senat auf einmal für uns? Es ist kompliziert. Ich erzähle euch davon, wenn ihr eintrefft. Gaza, Ende. Okay. Oh. Level up. Sehr schön, sehr fein, sehr schön. Ja, warte mal, dann müssen wir jetzt nach Coruscant reisen. Okay. Auf nach Coruscant. General Gaza, euch hatte ich hier nicht erwartet. Oder Agent Balkar. Die Lage im Senat ist so kompliziert, dass ich sie über Holo leider nicht erklären kann. Es könnte sein, dass mein Büro abgehört wird. Was ich vorhin sagte, ist wahr. Der Senat hat eine Anhörung einberufen, um das Vorgehen der Sondereinheiten zu untersuchen. Allerdings wusste ich da noch nicht, dass der Senator, der hinter diesen Vorgängen steht, in Wahrheit ein Geheimagent des Imperiums ist. Die ganze Anhörung ist eine Farce. Wie ist es möglich, dass ein Agent des Imperiums in den Senat gewählt wurde? Gar nicht. Sie haben einfach jemanden gekauft, der schon einen Sitz hatte. Wir haben Beweise dafür. Sein Name ist Sian. Er vertritt einen winzig kleinen Felsbrocken inmitten einiger sehr profitabler Handelsstraßen. Mit Hilfe des imperialen Geheimdiensts hat Senator Sian langsam an Einfluss gewonnen. Und jetzt setzt er ihn gegen uns ein. Das ist nur ein weiterer Angriff des guten alten General Rakton. Sian lässt den Chaos-Trupp suspendieren, damit Rakton eine Atempause hat, um den Krieg wieder in die von ihm gewünschten Bahnen zu lenken. Das ist eine sehr schlechte Idee. Es wird schwierig werden, alle davon zu überzeugen. Wir haben Holo-Aufzeichnungen von Treffen zwischen Sian und imperialen Agenten. Bankdaten über die Bestechungsgelder, die er erhalten hat. Jede Menge Beweise. Ich möchte, dass ihr zu der Anhörung geht, so wie der Senat es will. Wir dürfen nicht riskieren, dass er entkommt. Geht hin und verhaltet euch respektvoll. Wenn ihr an der Reihe seid, auszusagen, präsentiert die Beweise, die der SID gesammelt hat. Die muss der Senat dann untersuchen und wir können unsere Operationen fortsetzen. Ich werde das in 0, nichts aufgeklärt haben. Denkt daran, Senator Sian wird um jeden Preis versuchen, euch als gemeingefährlich darzustellen. Tut nichts, was gegen euch verwendet werden könnte. Ich werde in meinem Büro warten. Erstattet mir Bericht, sobald die Anhörung abgeschlossen ist. Wegtreten. Viel Spaß, Major. Dann müssen wir uns also gleich sehr professionell verhalten. Warte mal, wir können von hier aus ja gleich ins Senatsgebäude. Wir müssen ja sowieso dahin. Machen wir das? Stehen die beiden da noch? Jo, die stehen da noch. So, mal gucken, wo sollen wir denn hin? Geradeaus? Kurz auf die Map geschaut? Ja, geradeaus. Okay. Hm.
Durchhalten. So, und jetzt hier lang? Warte. Ich guck lieber. Ja, macht Sinn, ne? Hier lang? Ja. Jetzt bin ich ja auch mal gespannt. Ich helfe. Da ist der Idiot, Cyan. Willkommen, Major. Wir danken euch, dass ihr euch die Zeit nehmt, persönlich auf unsere Bedenken einzugehen. Senator Cyan, bitte. Danke sehr. Wie viele von euch bereits wissen, gilt der Chaos-Trupp weithin als die beste Infanterieeinheit im Militär der Republik. Durch seinen Ruf hat sich der Trupp eine Menge Spielraum erarbeitet. Sogar so viel, dass er zu einer Gefahr für die Republik geworden ist. Meine Freunde und Kollegen, fragen wir uns doch, was der Chaos-Trupp eigentlich Tag für Tag tut. Ich finde es beunruhigend, dass niemand das so genau weiß. Also Cyan töten wäre jetzt eine ganz dumme Idee. Das machen wir auf gar keinen Fall. Wir kämpfen gegen das Imperium? Nichts sagen. Ich sag erstmal nichts. Wir erinnern uns doch alle, wie der letzte Kommandant des Chaos-Trupps spurlos verschwand. Ich habe keinen Zweifel, dass ein Verbrechen stattfand, das vertuscht wurde. Und dann der ganze Unsinn mit der Faust-Superwaffe. Eine unerhört teure Mission, um ein wissenschaftliches Projekt zu zerstören, dessen Bedrohungspotenzial nicht einmal erwiesen ist. Das Imperium griff uns nach dieser leichtsinnigen Mission mit voller Stärke an. Warum wurde der Senat nicht mit in die Entscheidung einbezogen? Also, erstmal nichts sagen. Ihr gebt uns die Schuld für den Krieg. Warte mal, ich sag erstmal nichts. Ich ende mit einer einfachen Tatsache. Seit Ausbruch des Krieges war der Chaos-Trupp nicht ein einziges Mal an der Front. Wenn die Republik sämtliche Schlachten ohne die Hilfe unseres besten Teams gewinnt oder verliert, wird es Zeit, etwas zu verändern. Ich danke euch, Senator Cyan. Major, falls ihr etwas zu erwidern habt, dürft ihr jetzt sprechen. So, und jetzt fangen wir an. Der Senator klingt zwar überzeugend, aber er sagt nicht die Wahrheit. Ich kann beweisen, dass Senator Cyan vom Imperium bezahlt wird. Das ist unerhört! Wollt ihr diese unbegründeten Anschuldigungen wirklich dulden? Verrat ist eine ernste Anschuldigung. Ich würde gern mehr davon hören, bevor ich mich entscheide. Das ist doch absurd. Ich habe diese Anhörung veranlasst, um Fakten zu präsentieren und keine paranoiden Wahnvorstellungen. Die Imperialen haben euch bezahlt, damit ihr uns aus dem Weg schafft. Nur darum geht es. Bitte, bewahren wir doch Ruhe. Ich wüsste keinen Grund, weshalb wir das Verfahren nicht kurz unterbrechen sollten, um die neuen Beweise zu begutachten. Wachen, regelt den Bereich ab und lasst niemanden raus, bis wir bereit sind, uns wieder zusammenzufinden. Senator Cyan, angesichts der Beweise muss ich veranlassen, dass die Senatsgarde euch wegen Hochverrats in Gewahrsam nimmt. Aber das ist doch Wahnsinn! Ich bin kein Verräter! Was auch immer ihr gesehen habt, es muss eine Fälschung sein! Das ist ein Militärkomplott! Nehmt bitte unsere Entschuldigung an, Major. Ich hoffe, ihr versteht, dass wir euch nur aus guter Absicht hier riefen. Es ist eure Pflicht, euch zu vergewissern, dass wir im Interesse der Republik handeln. So ist es. Und ihr sollt wissen, dass wir eure unermüdlichen Bemühungen zur Verteidigung der Republik zu schätzen wissen. Angesichts der neuen Beweislage erkläre ich diese Anhörung hiermit für beendet. Ihr könnt gehen, Major. Siehste, das haben wir sicher die richtige Scherbe, dass wir erstmal unseren Mund gehalten haben. Lassen erstmal reden und dann kam unser Auftritt. Warte mal, wir müssen die Richtung. Melde dich bei General Garza, also im Büro. Da müssen wir nach unten hin, das weiß ich. So, hier, geht schon gut. Ist noch ein bisschen hoch. das ging doch gut.
still... Da müssen wir hin. Major, ich bin Lieutenant Mai, General Gazas neue Assistentin. Es ist mir eine große Ehre, euch kennenzulernen. Ich freue mich auch, euch kennenzulernen, Lieutenant. Ist General Gaza zu sprechen? General Gaza musste leider fort. Ein dringender Notfall auf Corellia. Ich kann euch per Holo mit ihr verbinden, wenn ihr wollt. Das wäre großartig, Lieutenant. Einen Augenblick, bitte. Major, wie ich höre, ist unser Dilemma gelöst. Es kursieren bereits Berichte über Sie ans Nebeneinkommen. Damit hätte Rakdon uns begraben können. Wenn der SID nicht durchgekommen wäre, wenn ihr den Senat nicht überzeugt hättet, die Beweise zu überprüfen, dann wären wir erledigt. Gut gemacht. Ich bin nur froh, dass alles geklappt hat. Wir hatten Glück. Daran gibt es keinen Zweifel. Kommt so schnell wie möglich hierher nach Corellia. General Rakdon selbst ist auf dem Schlachtfeld. Das ist die Gelegenheit, auf die wir gewartet haben. Ich bringe den Chaostrupp sofort nach Corellia, General. Ihr erhaltet ausführliche Informationen, sobald ihr gelandet seid. Gaza, Ende. General Rakdon, das klingt, als solltet ihr euch beeilen, Major. Viel Glück. Das werden wir auf jeden Fall. So, Reise nach Corellia. Können wir gleich von hier aus aufs Schiff, auch immer zurück. Okay. Wieder an Bord. Und dann geht's jetzt auf nach Corellia. Major, jetzt, wo ihr hier seid, können wir mit dem ernsten Teil beginnen. Imperiale Streitkräfte, darunter General Rakdon, sind auf Corellia einmarschiert. Die Widerstandskämpfer haben mit Mühe einen Sieg auf der ganzen Linie verhindert. Corellia ist entscheidend für den gesamten Krieg. Wenn das Imperium hier gewinnt, könnten sich unsere hart erarbeiteten Vorteile in Luft auflösen. Unter meinen Augen wird Corellia nicht an das Imperium verloren gehen. Euer Ziel ist die Bastion. Eines der größten Zentren für logistische und strategische Planung in der ganzen Republik. Rakdon hat die Bastion während der Invasion in Besitz genommen. Er hofft ganz klar darauf, die Informationen für seine weiteren Pläne gegen uns verwenden zu können. Ihr müsst ihn aufhalten. Sagt mir einfach, wo ich anfangen soll, General. Die Bastion ist eine der bestgesicherten Festungen der ganzen Galaxis. Euer Team wird sehr viel Unterstützung brauchen, um sie einzunehmen. Wir arbeiten mit einem Anführer des örtlichen Widerstands zusammen, damit wir genügend Kräfte dorthin bringen. Der Mann ist ein korellianischer Sicherheitsoffizier namens Locke. Wissen aus erster Hand kann einen großen Unterschied machen. Bevor er Korsak beitrat, diente Locke unter meinem Kommando bei den Sondereinheiten. Er ist ein verlässlicher Soldat und er kennt Corellia sehr gut. Wir besprechen alles Weitere, wenn ihr ankommt. Wir haben unsere Einsatzzentrale in einer ehemaligen Kantina eingerichtet, dem Goldenen Abstieg. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns mal in einer Kantina treffen würden, General. Sehr witzig. Achtet auf Gelegenheitsziele, Major. Es befinden sich überall imperiale Kommandoteams. Bis bald. Gaza Ende. Also ich finde das witzig. ich meine aussteigen. Ihr wisst schon.